breite Öffentlichkeit. Bisher hat es die Stadtverordnetenversammlung gemacht, das ist auch richtig so. Aber in so einer prägnanten städtebaulichen Frage in der Mitte der Stadt sollte es nochmal ein Innehalten geben und dazu mehrere Möglichkeiten geben, diesen Prozess neu zu denken. Den Prozess, der vor 25 Jahren oder mehr als 25 Jahren eingeleitet worden ist mit der Wiederannäherung an den historischen Stadtgrundriss. Und das ist bestimmt ein spannender Prozess, der sehr vielfältig sein kann, um dann vielleicht zu einer Lösung zu kommen, aber vielleicht gibt es auch keine Lösung. Moratorium, um erstmal keine Tatsachen zu schaffen, dann möglicherweise eine Bürgerbefragung, die dann im Prinzip im Ergebnis den Stadtverordneten vorgelegt wird, wo sie dann natürlich politisch da entscheiden, wie sie damit umgehen. Ein Beispiel dafür war ja die Bürgerbefragung zur Schwimmbadversorgung am Brauersberg, wo sie Stadtverordnetenversammlung entgegen ihren eigenen Intentionen sich dann an dieses Ergebnis der Bürgerbefragung gehalten haben. Selbst engagiert in der Architektenkammer, dort auch im Ausschuss für Wettbewerb und Vergabe, plädiere immer dafür, Architekturwettbewerbe, Städtebauwettbewerbe zu veranstalten. Die setzen aber voraus, dass die Aufgabenstellung anerkannt ist von der breiten Öffentlichkeit, insbesondere dann, wenn es für städtebauliche Räume geht, die stark im Fokus der Stadtgesellschaft stehen, dass man diese Aufgabenstellung breit diskutiert, auch kontrovers diskutiert, um nicht nachhinein dieses Ergebnis zu kritisieren, zu hinterfragen.